Hallo, herzlich willkommen im PC-Welt EM Studio. Wir sind wieder da. Sie sehen, das Mikrofon ist auch da, wo es hingehört. Der Rest genauso. Tag ist es weiterhin auf Platz 3. Der ist auch da, wo er hingehört. Ich dachte schon, sie meint uns jetzt mit dem Rest, aber sie hat noch die Kurve gekratzt. Nein, ich meine unsere wunderschöne Deko. Unser Zwerg, haben Sie den eigentlich schon gesehen? Der ist toll. Den habe ich auch auf dem Balkon stehen. Sieht nur sonst keiner. Ja, lassen wir mal das Viertelfinale Revue passieren. Ja, das die Ergebnisse, wir lagen ja alle relativ gut. Man sieht ziemlich viel grün markiert. Recht hohe Trefferquote bis auf den Simulationsexperten. Ne? Der zweimal daneben lag. Aber dafür hat er ein ganz richtiges Ergebnis bei Spanien und Frankreich vorher gesagt. 2-0. Und das ist dann auch wirklich eingetreten. Aber man kann ja eigentlich nicht zum Vorwurf machen, dass diese Software überhaupt nichts taugt, wenn es jetzt um Simulieren geht. Ja, es ist ja auch ein Spiel, das dient ja eher dazu, dass du selber mit deiner Mannschaft, deine Mannschaft zum Erfolg bringst. Und es ist ja auch für Dattler und weniger nur zum Vorhersagen. Und so falsch lag es ja jetzt auch nicht. Aber geiles Spiel der Deutschen, habt ihr es gesehen? Na klar. Es war fantastisch, oder? 4 Tore, was kann man mehr? 6 Tore insgesamt. Ich dachte ja beim 1:1, oh, jetzt könnte es nochmal klappen. Oh ja, da habe ich auch gezittert. Aber dann haben sie ja Gott sei Dank nochmal alle Gas gegeben. Ja. Und es war ja dann letztendlich auch verdient. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben das Ergebnis dann letztendlich akzeptiert. Und ja. Wart ihr beim Public Viewing oder habt ihr es zu Hause angeschaut? Ich war im italienischen Biergarten. Es war sehr lustig, weil der italienische Chef immer mit seinen Fingern vor dem Beamer rumgemacht hat. Und dann immer so und so. Hast du es angeschaut? Ich habe es daheim angeschaut, ausnahmsweise dieses Spiel Freitag. Okay. Deswegen. Ja, ich war auch in einem Eiscafé, in einem italienischen, aber da war das Publikum nicht ganz so fachkundig. Ah, da gehst du dann morgen Abend nicht hin, oder? Da gehe ich morgen Abend nicht hin. Morgen Abend geht es im Biergarten, in den großen. Und ich muss ein bisschen kritiklos werden, weil ich habe ja Entertain von der Telekom. Mhm. Und da ist die Verzögerung teilweise, da hörst du es draußen jubeln, wenn das Tor gefallen ist. Das ist übel, oder? Und das ist teilweise 30 Sekunden Verzögerung. Was, 30 Sekunden? Also ich habe da echt mal mitgestopft, weil ich dachte mir, warum jubeln die schon? Aber dann kam erst die Ecke und dann kam das Tor und dann konnte ich erst jubeln. Ja, aber dann macht das Fußballgucken überhaupt keinen Spaß. Ey, deswegen werde ich mir morgen auch das Spiel im Biergarten angucken. Ich hoffe, dass die keinen Entertain haben. Mhm. Nichts gegen Telekom, ist natürlich alles super, aber bei Leipzig ist es halt... Ja, ich brauche mal Internetverbindung. Telekom, wir machen das schon gut. Apropos alles super, Tag ist, lass uns doch jetzt mal die Stände angucken. Wie schaut es denn aus? Ja, was soll ich dazu sagen? Fußballexperten bleiben auf Platz 1 mit 32 Punkten, Community, die Schwarmintelligenz 26 Punkte, aber die Simulation 19 Punkte. Also wir haben alle Punkte gut gemacht, allerdings bleibt die Reihenfolge jetzt erstmal gleich. Jetzt die echten Profis, oder? Unser Leser Seibisch hat jetzt einen kleinen Vorsprung sogar ausgebaut. Er ist jetzt auf Platz 1 mit 45 Punkten, hat 4 Punkte Unterschied. Also der ist auf Siegeskurs, würde ich jetzt mal sagen. Also auf Platz 2 auch nur noch ein User, da haben sich ja am Anfang immer so 2, 3, 4 User gleich auf demselben Platz miteinander behakt. Aber jetzt ist Happy Hippo mit 41 Punkten vorne. Auf Platz 3 folgt allerdings schon mit 40 Punkten Vegalein und Marion S. Also ja, unsere Expertenfrau ist auf jeden Fall noch im Rennen. Also 5 Punkte kann man noch aufholen, gerade wenn man dann den richtigen Bonustipp hat. Ne? Wahrscheinlich ist Seibisch auch eine Frau. Das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Ich wollte gerade sagen, also nicht, dass du jetzt einem gestandenen Mann auf die Füße trittst. Ich weiß ja nicht, mit welchen Vor- und Namen du so auftrittst im Internet. Aber sicher ist sicher. Bonustipp, ich habe jetzt nur noch mal die 4 Mannschaften ausgewählt, die jetzt noch im Halbfinale sind. Ganz klare Tendenz, Deutschland wird Europameister. Deutschland Europameister, Spanien Vize-Europameister. Da ist sich Deutschland einig. Also es ist auf jeden Fall der Tipp unserer Leser, würde ich jetzt das mal so deuten. Finale Deutschland gegen Spanien. Ja, und so wird es auch kommen. Haben wir ja so vorhergesagt, ne? Schon vor 2 Wochen. Schauen wir mal. Also wir, mein Expertenkollege Thomas Rau Thomas und Rau. Meine Wenigkeit. Wir auch, wir Community. Und du, Tarkes? Schauen wir mal. Du hältst es immer noch geheim, oder? Ich hoffe ja nicht, dass du irgendwie so ein Finale Griechenland gegen Holland so als Bonustipp abgegeben hast. Weil dann bräuchte ich jetzt einen Plan B, würde ich mal sagen. Dann bräuchte weil das du ist jetzt relativ Plan B, unwahrscheinlich, außer es werden alle disqualifiziert. Ja. Du musst schon noch eine ganze Menge Punkte machen, um noch, sagen wir mal, auf Platz 2 zu kommen. Ja, ich sag mir, dabei sein ist alles und man kann nicht immer gewinnen. Du kannst dich ja auch in der Simulation verstecken. Und ich kann mich in der Simulation verstecken. Genau. Das ist wohl wahr.
Gut, schauen wir uns die beiden Halbfinalpaarungen. Ach, bevor du willst noch was erzählen? Nur ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt tippen für die Halbfinale, Sie müssen ein richtiges Enter geben, Sie müssen also Sieger tippen, also nach einem potenziellen Elfmeterschießen. Ein Unentschieden kann man nicht tippen, das sollte man auch nicht tippen, also es muss einen Sieger geben. Es wird also letztendlich das Ergebnis berücksichtigt nach einem potenziellen Elfmeterschießen. Darf ich mir da übrigens nochmal auf die Schulter klopfen, weil wir haben ja als Einziger hier in der Runde das Elfmeterschießen vorhergesagt. Naja, ich finde das jetzt, ist kein Grund, jetzt die Folge hier ein bisschen auseinanderzuziehen, noch einen länger zu machen als unbedingt nötig. Du lagst ich einmal. Ich meine ja nur. Kommen wir zu unseren Tipps. Ja, Portugal gegen Spanien. Tolles Nachbarschaftsduell. Ja. Die Portugiesen haben ja schon ein paar Mal gewonnen gegen Spanien. Das letzte Mal 2010 in einem Freundschaftsspiel haben sie die Spanier 4:0 abgefertigt. Das war aber direkt nach der WM, also kann man nicht vergleichen. Die Mannschaften passen ganz gut zusammen von der Strategie her. Spanien, Tika, Taka, dass er jetzt langsam die Leute langweilt, dieser Ballbesitz, Fußball gegen die Portugiesen. Die spielen eher so einen Blitzkonter, Fußball über die Außen, über Nani und Ronaldo. Also das, da verspreche ich mir ein tolles Spiel. Das wird hin und her gehen. Wenn die Portugiesen den Ball bekommen, dann machen sie bestimmt auch was draus. Trotzdem ist mein Tipp, Portugal verliert 1:2 gegen Spanien. Das heißt, nach deiner Theorie kriegen sie nur einmal den Ball und schießen dann einmal ein Tor, aber verlieren dann letztendlich. Naja, also Ronaldo braucht ja mal ein paar Versuche, bis er das Tor trifft. Von daher. Ich tippe auch 1:2. Also Spanien gewinnt und zieht ins Finale ein. Das denken wir auch. Ups, sorry. Muss ja auch sein, sonst könnten wir nicht. 1:2, ja. Ah, okay. Das wird ein langweiliges Spiel, dann, was den Punktestand angeht. Deutschland-Italien wird ganz bestimmt kein langweiliges Spiel. Das ist ein absoluter Fußballklassiker, der allerdings bisher bei großen Turnieren immer zugunsten von Italien ausgegangen ist. Ja, das wird diesmal anders. Also ich habe heute gelesen, U21 vor 2 Jahren bei der EM hat gegen Italien gewonnen im Finale. Stimmt das? Und damals waren Özil und Khedira auch in der Mannschaft. Boateng war auch noch dabei. Also das heißt, die kennen sich. Gut, die Italiener sind, glaube ich, traditionell ein bisschen älter von der Mannschaft her. Aber das dürfte schon ein heißes Spiel werden. Ja, und ich tippe auf einen Sieg von Deutschland. Und zwar, da muss ich jetzt noch mal kurz schauen, weil das habe ich wieder vergessen. 3:1 habe ich bei dem Spiel getippt für Deutschland. Wir tippen ein 2:1, natürlich auch für Deutschland. Ja, und ich als Experte tippe ein 2:1 ebenfalls für Deutschland. Das heißt, in der Hinsicht sind wir uns ja alle einig. Wir sind uns einig, aber es wird ein knallhartes Spiel. Also es wird schwer, Italien zu besiegen. Wo schaut ihr euch das Spiel an? Ich habe schon gesagt, ich schaue es mir im Biergarten an, bei uns im Ort. Großer Leinwand. Ich hoffe, das Wetter passt. Habt ihr schon nochmal geguckt? Weil es soll morgen Abend vielleicht regnen, hieß es. Das ist mir egal. Im Olympiastadion ist es überdacht. Okay. Du schaust im Olympiastadion? Ja, wie immer. Nein, nicht wie immer, aber immer mal wieder. Super, da muss eine super Stimmung sein, oder? 50.000 Leute? Oder wie viel kommen denn also, da? Also, als ich das letzte Mal da war, waren es nur 8.000. Was? Nur 8.000? Gegen Holland war das. Deutschland gegen Holland, echt? Ja, das war ein bisschen. Also, die sitzen aber alle zusammen und deswegen ist okay, da drin dann schon Stimmung mit Radio, Moderation und so weiter. Das ist schon. Naja, also, wenn das Wetter passt, da werden bestimmt mehr kommen. Also, ich glaube ja, die größte Party ist ja wirklich in Berlin mit dem Public Viewing. Mit der Fan-Mann, da sind ja wie viele? 100.000? 200.000 Leute oder so. Wenn Sie auf der. Das ist mal eine gute Idee. Wenn Sie auf dem Public Viewing sind in Berlin oder irgendwo anders auf der Welt, posten Sie doch einfach bei uns ein Foto auf Facebook oder schicken Sie uns ein Foto von sich. Das wäre doch mal einfach, um Ihre Stimmung mal einfach mal zeigen, was war bei Ihnen so los, als Sie das Spiel sich angeschaut haben. Dann können wir mal sehen, ob wir auch bei so einem Event waren, wo es so heiß herging. Ja. Dann mache ich auch mal ein Foto. Gut. Ja, wann sehen wir uns wieder? Am Freitag gibt die Expertenrunde hier den Finaltipp ab. Und dann gibt es auch natürlich auch nochmal eine Sendung, wo wir dann die ganzen Gewinner bekannt geben und die Preise verteilen. Und ja, ich habe heute schon wieder einen Gewinner. Du hast heute schon wieder einen Gewinner. Natürlich, der Jürgen Zuter, der hat bei unseren Tipps für die vergangenen Spiele mitgemacht und einmal richtig gelegen und damit hat er diesen tollen Fußballsessel gewonnen, den ich ihm schon zugeschickt habe gestern, weil ich habe schon Kontakt zu ihm aufgenommen. Wunderbar. Könnt ihr beide mal jubeln?
Also, yeah. Ja! So, jetzt mache ich mal entertain. Aber okay, genug Witze gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen super Halbfinalspiele, die unterhaltsam sind und natürlich richtig ausgehen. Bis Freitag. Ich habe heute gestern habe ich einen tollen Fußballwitz bekommen, ganz per Mail. Ja, und zwar, eine holländische Familie ist im Supermarkt. Der 10-jährige Bub sieht ein Deutschland-Trikot, denkt so, ich bin Deutschland-Fan, geht zu seiner Schwester und sagt so, guck mal, ich bin Deutschland-Fan, ich brauche dieses Trikot. Die Schwester knallt ihm eine, sagt so, erzähl das ruhig mal der Mama. Der Bub geht zu Mama, Mama, ich bin Deutschland-Fan, ich brauche dieses Trikot. Die Mama knallt ihm zwei, sagt, erzähl das mal Papa. Er geht zum Papa und sagt so, Papa, ich bin Deutschland-Fan, ich brauche dieses Deutschland-Trikot. Der Vater schlägt ihn windelweich. Halbe Stunde später, die Familie sitzt im Auto auf dem Weg nach Hause und der Vater fragt so, und, hast du heute was gelernt? Sagt er, ja, ich bin erst seit einer Stunde Deutschland-Fan und ich finde die Holländer schon zum Kotzen.